Okay, das Auto steht. Das war der erste Streich. Jetzt, wir können erst... Wir bergen. Jetzt machen wir Bergen unsicher. Wir können die Pension erst um... Das ist keine Pension, das ist ein Apartment. Wir können die Airbnb-Unterkunft erst 15 Uhr ja. betreten und es ist jetzt erst 1. Also machen wir jetzt noch ein bisschen Bergen unsicher. Genau, gucken uns schon mal um, nutzen die Zeit. Wetter, ja, Sonne lässt sich gerade noch nicht so blicken, aber es liegt auch kein Schnee. Das heißt, man kann gut zu Fuß unterwegs sein. Und mal gucken, was wir jetzt alles in der Zeit schaffen. Unsere Airbnb-Unterkunft scheint sich hier im Brennpunkt von Bergen zu befinden. Hier laufen ziemlich finstere Gestalten umher, um das mal so freundlich auszudrücken. Ja, und das sieht ein bisschen runtergekommen aus alles. Voll viel kaputt, alte Häuser. Ja. Weil, also es ist ja inzwischen so, dass Bergen auch eine große Studentenstadt geworden ist. Und ich bin der Meinung, die Studenten leben alle in Brügge. Das ist so ein alter Stadtviertel von Bergen, auch sehr beliebt als Ausflugsziel. Werden wir uns bestimmt auch noch ansehen. Das ist so ein schöne Häuser direkt am Fjord. Hier kannst du zum Friseur. Das sieht ja sehr einladend aus. Taube. Ja, es ist hier sehr schön. Oh, wie wär's mit einer Cola? Alter Schwede. Der Brennpunkt von Bergen. Ja, muss es ja auch geben, ne? Da fühlst du dich wieder wohl, ne? Corinna kommt auch aus dem Ghetto. So, Corinnas Navi hat uns jetzt hierher geführt auf diesem Platz. Was gibt's hier? Ein Berg. Ein Berg. Aber viel schöner finde ich das da. Was? Nee, komm her, das siehst du erst von hier. Warte, wir gehen noch an den Ampeln vorbei, dann haben wir freie Sicht. Okay, warten wir noch, bis die vorbei sind. Und dann schwenken wir den Blick einmal nach links. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Wer Gilmore Girls gesehen hat, der mag sich daran erinnern, wie oft Lorelei und Rory da gesessen haben. Ich weiß nicht, wovon du redest, aber das ist wahrscheinlich das, wo ich dann immer den Raum verlasse, ne? Ja, da haben die geheiratet. Also nicht Lorelei und Rory, aber ich hab's vergessen. Aber da wurden auch Hochzeiten drin gefeiert. Und das war so der Mittelpunkt der Stadt halt. Und daran erinnert mich das. Ja, schön hier. Das ist ja wieder mal witzig. Guck mal, wie die Feuerwehr hier heißt. Hast du gesehen, wie die Feuerwehr hier heißt? Brandstation. Also das ist gruselig. Das scheint ja logischerweise Blaubeersaft zu sein. Das scheint logischerweise Lachsöl zu sein. Aber was ist das? Ist das etwa Öl aus Seehunden? Oh Mann, das finde ich nicht gut. Wir waren eigentlich auf der Suche nach dem Fischmarkt und haben hier sonst was erwartet. Aber scheinbar befindet sich dieser Fischmarkt in diesem kleinen Gebäude hier. Nein, Quatsch. Das kann nur ein Fischrestaurant sein. Nee, das ist, aber da gibt es ja auch, das ist Verschiedenes. Da gibt es ein Fischrestaurant, da gibt es aber auch so. Oh, ihr könnt den doch fragen. Frag ihn. Ich gehöre nicht zu dir. Hallo, one question. Is this yes. the fish market? Yes, that's the fish market. But if you're looking for the big one outside, yes. It's in the season only. Okay. So it will start like May, I think. Okay, thank you. Yeah. But actually the products you can find here are the same. What is it? Oil from the seal. But this is not us selling. I work in Fish Me Part. Okay. There. But yeah, have a look inside. Okay, thank you. I am shocking. Es ist wahr. Es ist wahr. Aber er hat sich gleich davon distanziert und gesagt, das ist nicht von ihm. Nee, das ist ja vom Seehund. Und tatsächlich ist das der Fischmarkt, der kleine, weil die Saison geht erst im Mai los. Das heißt, wir haben jetzt leider Pech und den richtig traditionellen Fischmarkt in Bergen werden wir heute hier nicht mehr erleben. Mal reingucken. Ja, ich fühle mich dann immer so verpflichtet, was kaufen zu müssen. Kauf doch eine Dose Seehundöl. Ja. Nee, es ist ja wirklich nicht zum Lachen. Also, wir waren gerade in so einer Aufzuchtstation und haben die bewundert, was das für tolle Tiere sind, wo die aufgepäppelt werden und so.
in Friedrichskoog, wenn ihr da mal seid. Vielleicht blende ich mal ein ganz kurzes Video ein jetzt von da, wie ich da mit dem Seehund gespielt habe. Das war schöner, als ihn da in der Dose jetzt gerade zu sehen. Ja, ich sehe sie auch lieber schwimmen. Oh. Alter, jetzt halte ich ihn in meiner Hand. Diese lieben Augen so, ne? Und dann... Krass, ne? Ja, geh weg damit. Oil of Olas. Ne, Oil of Seehund. Hast du was ohne Seehund gefunden? Ja, kannst alles essen mit Seehund. Das sind diese Königskrabben, ne? Die kannst du ja auch richtig fischen. Also wenn du Kreuzfahrt machst, wird das immer als Ausflug angeboten, diese Königskrabben zu fischen und dann zuzubereiten und zu essen. Aber stimmt, haben wir bei Sonnklar TV gesehen, ne? Die haben die Russen, glaube ich, mal ausgesetzt. Von Predator, Corona. Ja, ja. Da kommt das Alien aus. Wechselt von Fleisch, Fisch, geräuchert, ja, Sushi. Ja, ein bisschen salzig in gebraten. Ui, da kommt schwallfrische Luft aus der Küche. Hinter uns ist nun das berühmte Brügge, auch ein sehr beliebtes Ausflugsziel hier in Bergen. Was daran so berühmt ist, sind die Häuserfronten. Ja, Bergen ist ja auch eine Hansestadt, genauso wie unsere Heimatstadt. Ja. Und hier sind auch wirklich so ein paar schöne alte Häuser und mit dem Berg, da kann man auch hochfahren. Mit der Bahn. Das werden wir vielleicht morgen machen oder vielleicht gehen wir doch zu Fuß hoch. Wir können ja vielleicht zu Fuß hoch. Ist ja echt tatsächlich hier in den Bergen der Stadt selber ist überhaupt kein Schnee. Aber hier laufen immer Leute mit Skiern durch die Gegend. Aber das liegt wohl daran, dass wenn man da hochfährt, dass im Hinterland wahrscheinlich viel Schnee liegt. Währenddessen hier vom Wasser, dass alles Schnee und Eis freigehalten wird. Und das Wasser ist tatsächlich ziemlich klar. Also man kann da bis auf den Grund gucken. Nimm noch mal einen Schluck. Mir zu salzig. Ja, hier gibt es so Strickpullover von Dahle. Auch eine ziemlich hübsche Marke eigentlich. Corinna hat ja auch schon einen Pullover sich davon gekauft. Oder ich habe ihr den Pullover gekauft auf der letzten Reise. Das ist auch noch ein unveröffentlichtes Video. Müssen wir irgendwann mal... Guck mal hier, ein echtes Rentier, Corinna. Meinst du, der ist echt? Echt ausgestopft? Man weiß es ja, nicht. Die Pullover sind schön, aber also die werden in Norwegen hergestellt aus Schurwolle, Merino-Wolle, aus auf jeden Fall Wolle. Mhm. Und werden hier hergestellt und... Ja, kein Made in China, ne? Ja. Sind natürlich, also für die Qualität muss man halt auch einiges bezahlen. Das ist halt einfach so. Aber ich mag mein Pullover. Das ist schön. Da ist das Weihnachtshaus. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, sehe ich es auch. Ui. Der hat aber einen Bart. Der auch. Ups. Was hat der denn da im Gesicht? Das sieht ja fast aus wie...
Eine Nase. Genau das Wort, das fiel mir nicht ein. Und alle haben sie Norwegen-Pullover im Angebot. Ist das das Olympia-Team, Corinna? Nee. Das ist die glückliche norwegische Familie. Jede dunkle Gasse hier in Brüggen wird jetzt inspiziert und geguckt, was hier so los ist. Wie? Sieht echt urig aus hier, ne? Ja. Wir haben uns verlaufen. Nein, Quatsch. Ich konnte mich ja nicht mehr umziehen da, weil wir erst ab 3 in die Unterkunft kommen. Zum Glück habe ich heute meine gute Jogginghose angezogen. Das ist aus Holz oder so, ne? Hier, da ist dein Dale. So leise hier, ne? Ja. Hier ist ja wie keiner. Wo sind wir, Corinna? Keine Ahnung, aber es ist schön. Ui, was ist das? Ein Fisch. Die haben das ganz, ganz schön gemacht, finde ich. Die haben hier so einen Glückswunschbrunnen ja nicht aufgestellt. Der war wohl schon da, aber die haben ihn umfunktioniert und haben gesagt, statt Brügge ist ja ein Weltkulturerbe und statt Eintritt dafür zu nehmen, nimmt man hier diesen Brunnen und sagt, schmeiß Kronen rein, wünsch dir was und wie soll man das Geld ein- und erhalten dafür dann hier Brügge. Das ist eine gute Idee. Ich wünsch mir was. Da liegen ja schon ganz viele Münzen. Weißt du, was ich mir gewünscht habe? Nein, ich wollte dich gerade fragen. Ich verrate es dir nicht. Du bist so lieb. Danke. So. Aber was Romantisches. Oh. Miau! Das berühmte Einhorn von Brügge. Das ist nicht ein Einhorn, das ist ein Zweihorn. Einhorn, Zweihorn. Hier gibt's viel zu sehen. Das war unsere kleine Stadttour durch Bergen. Ein Bummel. Morgen wollen wir uns auch noch ein bisschen was angucken. Wir sind jetzt hier in unserer Airbnb-Unterkunft angekommen. Haben uns erstmal einen schönen heißen Apfeltee aufgebrüht. Bratapfeltee. Wir sind nämlich ganz schön durchgefroren. Ganz schön durchgefroren. Hier bollern schon die Heizkörper, um die Bude warm zu kriegen. Da steht das Auto. Da. Diesen kleinen engen Parkplatz, wo wir uns da durch die Gasse gequält haben. Ja, das ist eine ganz nette Unterkunft hier. Schlafzimmer. So eine kleine Wohnküche hier. Da ist noch ein zweites Schlafzimmer, da ist jetzt aber nichts. Also, die Betten sind nicht bezogen oder so. Jetzt sind wir am Überlegen, ob wir hier noch eine Nacht bleiben. Oder aber, ich zeige euch mal das Bad. Oder aber, ob wir morgen gleich schon weiterfahren. Weil Bergen ist jetzt nicht wirklich so riesengroß. Ja, also viel gesehen haben wir hier schon. Wir wollen jetzt nach Floin, oben auf dem Berg. Da hat man eine super Aussicht auf Bergen nochmal. Da kann man entweder mit der Bahn hochfahren oder halt zu Fuß hochgehen. Ich würde mal sagen, so, wenn man langsam geht und sich auch mal was angucken will, dann braucht man so 1,5 Stunden, 2 Stunden vielleicht. Je nachdem, wie schnell man halt geht. Laut Google Maps soll es 1 Stunde sein. Naja, und das wollen wir uns dann auch angucken, aber dann haben wir eigentlich so das Spektakulärste hier in Bergen schon gesehen. Wir haben Brügge gesehen, wir waren Hafen gesehen. Fischmarkt. So, es gibt auch noch so einen Park, wo man halt picknicken kann und so, aber das ist bei den Temperaturen nicht so unseres. Ja, Corinna ist jetzt hier schon ein bisschen am Gucken nach Unterkünften und
aber... Ja, erstmal müssen wir ein nächstes Ziel haben, wo wir hinwollen. Wir sind jetzt hier Ulvik am überlegen oder Eidfjord. Schon gucken auf der Karte hier. Wir haben ja uns das nicht so festgelegt. Wir hatten zwar ungefähr so eine Idee. Guck, hier ist Bergen. Seht ihr? Und wir sind jetzt hier an der Westküste. Und hier ist eigentlich unser Ziel, aber da wollen wir erst nachher in einer Woche oder so ankommen in Engerdal. Also wir fahren sozusagen von der West Coast an die East Coast. Nein, Quatsch. Hier ist ja gar keine Küste. Aber machen wir noch kleiner. Hier kommt der Schweden. Engerdal ist direkt an der schwedischen Grenze. Und hier hinten wäre dann irgendwann die schwedische Küste. Würde dann da losgehen. Ja, aber ja, guck mal, wie breit. Das ist nochmal so breit. Ja, da müssen wir auch noch ganz hin, ne? Aber das sind 10 Stunden Fahrt von hier, von Bergen nach Engerdal. Ja, und dann, dafür wollen wir uns aber, wie gesagt, eine Woche Zeit lassen. Dann werden wir hier nochmal eine Woche bleiben in Engerdal. Und dann fahren wir hier von Engerdal nach Göteborg und von cool. Göteborg mit der Fähre nach Kiel. Das ist aber eine ganz schöne Strecke, ne? Ja, das sind locker flockig auch nochmal 7 Stunden Fahrt. Und was sagt Google, wie lange das ist? Gib mal ein. Engerdal, Göteborg. Ja, 7 Stunden. 7,5 Stunden. Da können wir überlegen, ob wir in der Nacht vorher losfahren. Also früher als geplant. Ja, ja, und gucken wir uns vielleicht in Schweden nochmal was an. Wir machen einen richtig geilen Roadtrip. Mal gucken. Erstmal müssen wir jetzt morgen übermorgen planen. Robert hat Essen gemacht. Vegane Bolognese mit schwarze Bohnennudeln. Die sieht man jetzt gerade nicht so. Ja. Futter. Hast du auch schon Hunger? Und wie? Oh. Aber. Ja, das lassen wir auch nicht überhaupt aus. Ja, das lassen wir uns jetzt erstmal schmecken nach einem wunderbaren Tag in Bergen. Wir sind schon auf der Suche nach einer neuen Unterkunft. Vielleicht haben wir schon was gefunden, mal gucken. Aber jetzt heißt es erstmal Feierabend, gute Nacht und schlaf gut.